Tja, und da geht es um einen Preis, den Andreas Eschbach bekommen hat, Frank Schätzing, Dietmar Dart, Herbert W. Franke und Andreas Brandhorst und noch ein paar mehr. Das sind alles Autoren, die mit dem Kurt-Laßwitz-Preis ausgezeichnet wurden. Der wichtigste Science-Fiction-Preis in deutschen Landen, benannt nach dem Mann, der im Allgemeinen als Vater deutschsprachiger Science-Fiction-Literatur betrachtet wird. Kurt Laßwitz, geboren vor 175 Jahren am 20. April 1848 in Breslau, bekannt für seinen Science-Fiction-Roman Auf zwei Planeten, ein Klassiker von 1897. Aber er war längst nicht nur als Autor von Zukunftsentwürfen unterwegs, wie Thomas Hartmann weiß. Der Stichtag. Eine Gruppe von Menschen wartet gespannt, denn man wähnt sich im Besitz von Aladins Wunderlampe. Und ist es sogar. Allerdings, der Geist in der Lampe verhält sich anders als erhofft. Den Wunsch, 300.000 Mark in Gold zu bringen, lehnt er rundweg ab. Alles gemünzte Gold gehört irgendwem als Eigentum. Ich darf es niemandem wegnehmen. So hole es aus der Erde. Das kann ich nicht. Dazu bedarf es mehr mechanischer Arbeit, als in meinem gegenwärtigen Körper angehäuft ist. Das wäre gegen den Satz von der Erhaltung der Energie. Und so weiter und so fort. Letztendlich erfüllt der Geist dieser humorvollen Geschichte keinen der auftauchenden Wünsche, denn wir können zu der unkritischen Weltanschauung einer entschwundenen Epoche nicht zurückkehren, urteilen der mythische Lampenbewohner und sein Neuschöpfer Kurt Laßwitz. Schon als Student kommt der gebürtige Breslauer auf den Gedanken, die mich begeisternden Fortschritte der Naturwissenschaft und Technik erzählender Dichtung zugrunde zu legen. Und er wirft mit seiner Erzählung bis zum Nullpunkt des Seins einen Blick in das Jahr 2371, davon überzeugt, aus dem Verlaufe der Kulturgeschichte und dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft kann man mancherlei Schlüsse auf die Zukunft ziehen. Und die Analogie bietet sich der Fantasie als Bundesgenossin. So kann Laßwitz seine belletristischen wie naturwissenschaftlichen Neigungen, er studiert Physik, Mathematik und Philosophie, verknüpfen, gleichzeitig Neugier an den Naturwissenschaften wecken und nicht zuletzt einen Beitrag zur Besserung des allgemeinen Bildungsniveaus leisten. Denn der Autor hat den Anspruch, niemals bloße Unterhaltungslektüre zu bieten. Zur Hebung des Bildungsniveaus trägt Laßwitz auch als Gymnasiallehrer ab 1876 in Gotha bei. Sehr viel länger, als ihm lieb ist. Der Autor bleibt auf diesem Posten, den er eigentlich nur als Zwischenstation bei seiner Karriere hin zum Uniprofessor betrachtet, hängen. Immerhin lässt ihm diese Aufgabe viel Zeit zum Schreiben, sowohl auf wissenschaftlicher wie auf literarischer Ebene. 1890 zum Beispiel erscheinen von Laßwitz eine Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton und Seifenblasen, moderne Märchen. 7 Jahre später wird dann das Buch veröffentlicht, in dem Laßwitz Menschen und Marsbewohner konfrontiert und das man als Grundlagenwerk deutschsprachiger Science-Fiction ansehen muss. Auf zwei Planeten. Ein internationaler Erfolg, durch den er in die Nähe von Jules Verne gerückt wird. Leider. Ich denke, dass die ganze wissenschaftliche Grundlage und die philosophische Vertiefung meines Stoffes mich davor schützen sollten. Obwohl Kurt Laßwitz im Allgemeinen als Vater der deutschsprachigen Science-Fiction-Literatur angesehen wird, im Vergleich mit einem H.G. Wells ist er hierzulande wesentlich unbekannter. Das ist bedauerlich und sollte sich ändern. Denn es hat großen Reiz, mit den Augen eines liberalen und ideenreichen Autors aus dem 19. Jahrhundert in die Zukunft zu blicken.